Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu GTA Online, dem zweiten Part. Ja, fresh aufgenommen sozusagen. Und ich würde sagen, ich mache hier gleich mal irgendwie den Abflug. Oh, das ist ein bisschen... Jawohl! Kann ich das bitte nochmal sehen? Okay, das lief ja schon mal ganz gut. Irgendwie zwei Überschläge gemacht, aber hey. Kann ich das bitte nochmal machen? So. Okay, warte mal, da war doch irgendwo noch eine. Und zwar, wenn ich jetzt hier Anlauf nehme. Ich bin nämlich auf der Suche nach ein paar Monster-Stunts, die ich noch machen kann. Denn mit Monster-Stunts kann man gewisse Sachen freischalten. Und da ist doch tatsächlich... Ach du Scheiße! Was? Ich bin 1A gelandet! Nochmal. Komm ich da raus? Hallo? Lasst mich raus! Ich bin ein Gefangener! So, da muss ich ja außen mal gucken, ob ich da irgendwie langkomme. Jo, bada. Und dann machen wir den Sprung nämlich einfach nochmal. Komm ich hier raus? Tatsächlich nicht, oder? Böses Gitter! Anlauf! Yay! Okay. Gut. Du gewinnst, Gitter. Sehr gut, du gewinnst. Verdammt, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich bin ein bisschen ratlos, meine Freunde. So ganz leicht irgendwie. Ach Gott, hier komme ich da auch nicht raus, oder? Oh doch. Doch, ja, hier komme ich raus. Haha, dankeschön. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt machen wir den Sprung einfach nochmal. Ups, war doch hier irgendwo, ne? Ach komm, einmal zum Vergnügen. Yippie! Hui! Oh! okay. Das sieht noch voll intakt aus, das Auto. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt aber. Komm schon, der muss sitzen jetzt hier ein bisschen zu weit rechts. Ey, komm! Wieso zählt das nicht? Muss ich auf dem Ding oben landen? Hm. Oh, cool. Helikopter. Yay! Was ist das für ein Helikopter? Oh, verdammt cool. Wir haben einen Kampfhubschrauber gefunden. Oh, das wird jetzt schön. Das wird jetzt sehr lustig. Denn ich werde jetzt mal andere Spieler suchen gehen. Sehr schön. So, wo sind denn die netten Damen und Herren? Ist aber auch schnell unterwegs. So. Das Lustige ist nämlich, glaube ich, dass ich Lenkraketen habe. Oder? Schauen wir doch mal. So, da vorne auf der Kreuzung steht, glaube ich, einer. Irgendwo da. Da steht doch tatsächlich einer. Ich möchte nicht zum spontanen Rennen herausfordern, sondern ich möchte einen abschießen. Der eine ist im Stripclub, hat sich da verschanzt. Na super. Wisst ihr, da will man schon mal andere Spieler irgendwie ein bisschen ärgern und dann... Bah. Wow, ich bin noch nicht der besteste Pilot. Hui. Oh. Uncool. So.
Gucken wir mal links zu dem. Den kann ich, glaube ich, nicht abschießen, oder? Ach, da hat man einmal einen Kampfhelikopter und dann kann man die Leute nicht abschießen. Das ist auch ein bisschen blöd. Naja. So, der ist irgendwo beim Friseur. Beim Friseurge. Na super. Ach, da unten ist er. Ah, den kann ich nicht abschießen, oder? Bäh. Meine Herren, dreh doch mal. Ach, schön. Ja, ich weiß, das sollte man nicht machen, da wird mein Spiel verderber, aber ey. Ich hab einen Kampfhubschrauber! Kann man mir das wirklich verübeln? Irgendwie nicht, oder? Oh, ein Kopfgeld! Wurde auf jemanden ausgesetzt. Mal gucken, ob wir uns das mit dem Helikopter holen können. Hihihihi. Jappada! Schauen wir doch mal. Da habe ich den sein Auto kaputt gemacht. Ich bin ja so fies. So, schauen wir doch mal, ob man irgendwas hier reißen kann. Ja, verdammt. Ach, der Kacke, der flog. Scharf, Kurve. Jups. Nicht so weit runter. Ah, was? Okay. Ja. Gut. Ist ja nicht so, dass ich es nicht verdient hätte, ne? Ach, schade. Schade, schade. Na gut. Ja. So viel zu. Ich habe einen Kampfhelikopter. Ich bin unbesiegbar und so. Ach, schön. So. Lester wird uns irgendwo. Ach nee, die Mission hasse ich. Die ist total doof. Aber ich könnte sie ja eigentlich mal für euch, könnte ich sie ja mal machen. Oder? Was habe ich denn noch? Koks-Konkurrenz. Kannst du die LKW und den Stoff vernichten? Kann ich, aber da brauche ich erst lecker, lecker Granate und lecker, lecker Haftbombe. Boah, scheiße. Scharfschützenmunition ist echt teuer. Ich baue mal einen Griff ein und... Na, größeres Magazin bei 9000 Schuss. Brauche ich das wirklich? Irgendwie doch eher nicht, oder? So. Da schießt er mich einfach mit dem Schrot... Oder mit Sturmgewehr hat er mich, glaube ich, vom Himmel geholt, ja. So ein Scheiß! Ich will mal nicht auf andere Leute warten, aber das ist so. Hm. Na, naja, machen wir es alleine. Ich hoffe ja immer noch. Vielleicht muss ich auch mal vielleicht ein bisschen Eigeninitiative zeigen, da ein bisschen rum schreibern. Vielleicht mal andere Leute. Hui. So. Wo haben wir denn das? Die Betonmischer-LKW soll ich vernichten. Na, gucken wir doch mal. Oh, das ist gar nicht so weit. Ich dachte jetzt, ich darf bis ans Ende der Welt fahren, aber das ist tatsächlich dann doch nicht so weit. Ach, das ist... Ach, okay, das ist, glaube ich, die große Baustelle. Ja, wo so viel kaputt ist und so.
So, ich kürze mal ab. Ja, genau das ist die Abkürzung, die ich haben würde. Schneller zum Tod geht's nicht. So. Ach Gott. Och, Himmel hilf, ey, die mit der Schwerstbewachung der Postmahlzeit, ey. Naja gut, dann mal Attack. Ach du Schande! Oh. Irgendwo da oben, na Prost Mahlzeit. Klasse, ich bin schon wieder auf irgendwo die Hälfte runter oder so. Das fängt ja sehr toll an. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich nehme mal meine geliebte Schrotflinte. Ach du großer Gott. Ja, okay, gut. Zumindest die rechts habe ich mal weggekriegt. Yeah. Ich bin friedliebend, ich bin friedliebend. Seht ihr, wie friedliebend ich bin? So. Ach. Gott im Himmel, meine Herren. Da habe ich mir aber was vorgenommen. Alter. Ich glaube, das Auto macht's nicht mehr so lange. Irgendwie als Deckung. Ah. Das sind irgendwie noch eine Menge Leute. Das ist irgendwie nicht so schön. Ich visiere jetzt mal da oben den an. Der geht mir nämlich total auf den Keks, weil der mich trotzdem trifft. So. Ich hab dir voll gezeigt und so. Ja, mit jedem, der es weniger wird, fühle ich mich ein wenig besser. Aber ich werde trotzdem mal die Deckung wechseln. Schande! Ach cool, ich habe einen getroffen. Wie nennst du mich? Ich weiß, ich verstecke mich jetzt größtenteils, aber hey, und ich bin ein bisschen irritiert. Au! Ich habe ihn doch nicht etwa durch das Ding erwischt. Schande. Oh, Kacke, da hinten kommen ja nochmal welche. Ach, du großer Gott. Ah. Alter, die Mission ist nicht ohne. Ist da noch einer? Oh, da kommen echt noch welche. Oh, ihr seid so fies. Zum Glück habe ich eine Schrotflinte. Flinte. Flint die Flinte. So, jetzt habe ich endlich mal den da oben erwischt. Na, duck dich. Duck dich. Ach, wisst ihr was? So geht das irgendwie einfacher. So, ich werde mal ein bisschen rennen. La 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 la. Den einen lasse ich aus jetzt. Das ist mir ehrlich gesagt total Hupe. Komme ich da hoch? Komme ich natürlich nicht hoch. Ich könnte mir den... Schande, da sind noch welche. Ach du... So, habe ich den erwischt?
Ach du Kacke, ein paar LKW. Och nö, oder? Was habe ich mir nur angetan mit dieser Mission? Ach, ein Heli schickt man auch noch. Ja, nö, immer zu. Immer zu, meine werten Freunde, immer zu. Ach du großer Gott. Na gut, theoretisch muss ich da einfach nur hinfahren. Die alle machen und dann... Und dann ist Ende Gelände, aber... Oh, passt! Alles klärchen, mein Bärchen. So. Ja, das Auto auf jeden Fall, das ist am geeignetsten dafür. Da hockt dich ja nur 5 Minuten dahinter. So, und zwar schmeiße ich jetzt einfach... Ach komm. Oh, scheiße. Uncool sowas. Die verfolgen mich doch jetzt nicht ernsthaft, oder? Natürlich verfolgen sie mich. Ja, und einen Reifen haben sie mir auch zerschossen. Ah! Ihr elenden Drecksäcke. Da hinten kommen sie. Wisst ihr was? Ich mach die jetzt schnell fertig. So, und dann klaue ich nämlich euer Auto. Hahaha. Weil ihr so böse zu mir wart. Gibt's doch nicht, da kommen schon wieder welche. Scheiß doch die Wand an! Na, steig doch mal ein hier. So. Das wird mein neues Lieblingsgeräusch. Irgendeine Mission machen, die zu schwer für mich ist, alleine immer jemand. So, danke. Darf ich jetzt endlich mal die Haftbombe an diesen komischen Kack? Ja, natürlich werfe ich daneben. Oh, das gibt's nicht. Bleib stehen. Ich hab nur noch 4. Hilfe. Gibt's nicht. Jetzt! Meine! Ja, ist ja gut. Ich hau ja schon ab. So ist denn der andere. Oh, da kreist doch bestimmt der Helikopter drüber. Oh, da hab ich ja voll Bock drauf. Erstmal werden hier wieder ein paar Typen zerlegt. Da war's schon wieder. So, danke fürs neue Auto. Ah, gut, das ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber hey. Ich glaube, ich komme nicht drum rum, dass die mich verfolgen, oder? Es scheint zumindest so. Oh. Verdammte Axt, wo guckt der denn rum? Hau ab! Hau ab! Du sollst abhauen hinter mir! Jetzt, okay. Ach du lieber Gott, wo ist der denn? Mein Auto, das schlägt Funken. Das macht mir total Spaß. Da schießen ein paar Typen hinter mir. Das macht mir Gas. Oder so. Epischer Reimfehl. Aber ich bin noch ein wenig abgelenkt, muss ich dazu sagen. Warum nur, frage ich mich. Ich meine, es ist ja irgendwie
total konzentrationsfördernd, wenn da irgendein paar Typen hinter dir mit irgendwelchen Maschinengewehren auf dich schießen. Da könnte ich, Algebra-Aufgaben lösen. Dabei. Ich merke übrigens, das kratzt. Was ist mit den Autofahrern in Los Santos los heutzutage? Kriegen die Panik, nur weil da mal irgendwie ein paar Typen durch die Gegend ballern? Ja, super, und jetzt hat's mich erwischt. Ah, oh, ich liebe euch, Leute. Nur wegen diesem gottverdammten Verkehr! Ach. Ei. Was? Wo denn? Komm schon neue, ey. Oh, es ist der helle Wahnsinn. Da kommen schon wieder welche, wie ich es liebe. So. Lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Wo ist denn dieser bekloppte Betonmischer? Ich kann gerade die Karte nicht groß machen. Denn meine lieben Freunde hinter mir gehen mir dann A auf den Sack und B haben die ordentlich was dagegen. Da sind schon wieder welche. Das gibt's doch nicht. Haut ab jetzt. Wie viele Leute haben die denn? Wahrscheinlich habe ich sämtliche Bauarbeiter in Los Santos auf mich gehetzt. Aber wenn ich sie abhänge, wahrscheinlich kommen neue. Sofort. In der Nähe. Macht sich richtig gut. Fährt der etwa durch die Gegend? Es sieht irgendwie nicht so aus. Auf jeden Fall ist der Helikopter bei ihm. Das finde ich super. So, jetzt mal gucken. Noch sehe ich ihn nicht auf der Karte. Zumindest sind wir jetzt anscheinend mal die Typen los. So leicht. Jedenfalls. So, er scheint sich aber nicht zu bewegen. Das heißt, wir gehen hin, schmeißen die Haftbombe dran und machen uns aus dem Staub. Ist das nicht ein toller Plan? Sag, dass es ein toller Plan ist. So, da. Yay. Warum muss man eigentlich immer so weit fahren, nur weil man mal was in die Luft jagen will? Das ist irgendwie voll ungerecht. Sag nicht, das ist in diesem komischen Kack vor. Ich glaube, dann werde ich leicht dezent ausrasten. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Na, 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 Helikopter. Ich hau einen LKW in seine Schranken. Helikopter. Ich sollte aufhören. Hallo, ach du Schande, nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Es ist alles andere als gut. Da steht er, da steht er, da steht er. Ja, 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 ja. Bestanden! Wenn auch nicht unbedingt sehr glanzvoll. Oh, aber 18.000 gibt's dafür. Und 2.150 Erfahrungspunkte. Uhu! Das ist cool. Hätte ich das mit einer Kuh gemacht, hätte ich noch mehr gekriegt. 36 Leute. Ach du lieber Gott. Okay. Baumspringen. Oh ja, da bin ich prädestiniert für. Jetzt irgendwo einen Baum gibt, in den es reinzufliegen gilt, dann bin ich dabei. Aber wir gehen mal zurück in den Freien Motors. Und dann schmeiße ich euch nämlich schon wieder raus. Hahaha, ha, ha, ich bin ja so böse. So episch böse bin ich. Ja! Ist eigentlich Quatsch, wenn ich euch jetzt den Ladescreen zeige, oder? Wenn ich euch jetzt... Ach Gott, nein. Ah, nee. Leute. Ja, alles klar. So, dann...
macht euch mal noch einen bunten und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Falls euch das Video gefällt, ne, Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren, kommentieren und dann bis zum nächsten Mal bei GTA Online oder GTA 5, je nachdem, wo wir uns das nächste Mal sehen. Bis dann, Leute. Ciao.